Wie über 1000 Meter im 500 Meter Finale. Und das ist die Siegerin, die vor einiger Zeit noch im Zweier fuhr und jetzt die Verantwortung übernommen hat im Einer, wie du schon angesprochen hast. Super Geschichte. Ich denke mal, den Mut muss man haben aus einem sehr erfolgreichen Zweier. Neben Franziska van Almsick noch ein zweites Thema zulassen, dann ist es der Start von Astrid Strauß. Jetzt über die 800 Meter. Was mag in ihr vorgehen? Im letzten Jahr sorgte sie für den Skandal von München. Nach positivem Dopingbefund erkämpfte sie ihren Start vor Gericht und wurde dann während des Rennens disqualifiziert. Es folgte das Spießrutenlaufen durch die Schar der Journalisten. Und heute will sie nun sportlich dafür sorgen, dass der deutsche Schwimmverband wieder in der Klemme sitzt. Doch dazu gleich. Thank you.
dann auch, wenn sie und Nikolai Karpol, der russische Nationalcoach. Seine Damen haben hier nicht den Hauch einer Chance, zumindest in dieser Phase des zweiten Durchgangs sehen sie richtig alt aus. Die Koreanerinnen hatten dort eine Ballberührung reklamiert, aber erfolglos. Wer will, ich nicht. Technische Auszeit jetzt beim 8. Punkt für die Russen. Spielen war sie auch Fünfte und das ist die
WM. Na, das ist Gundiger Sproge. Ich dachte, es war Blasewicker, die eingeblendet wurde. Gundiger Sproge, die also auch für die internationale Mannschaft startet und die den Endkampf in Athen nicht erreicht hatte und die mit 13,86 Meter Dritte wurde. Aber das ist nicht Sproge. Ich würde mal sagen, das ist Jelena Blasewicka. Also das sind so ein paar kleine Fallen, die aufgebaut sind. Die Titelverteidigerin im Hochsprung der Frauen. Kaiser Bergqvist ist die Weltbeste in diesem Jahr mit 2,6 Meter. Sie hat aber Schwierigkeiten gehabt in den vergangenen Wettkämpfen. Sie hat eine Achillessehnenverletzung. Ja, sie sind die Favoritin dieses Jahr. Na, ich glaube nicht, dass ich die große Favoritin bin. Ich glaube, dass Kaiser wieder zurückkommen wird und dass ihre Verletzungen verheilen wird vor den Weltmeisterschaften. Sie wird bestimmt mitspringen und ich bin eine der 10, die über 2 Meter gesprungen ist in diesem Jahr. Also sie wird da sein. Auch wenn Kaiser Bergqvist verletzt ist, ist sie immer. Herr Stree, 1999 sind Sie 2,04 Meter gesprungen und dieses Jahr sind Sie jetzt in Berlin 2,05 Meter gesprungen. Sie waren noch nie so konstant. Wie erklären Sie sich diese Konstanz? Ja, ich bin jedes Jahr in Europa und da auch immer sehr konstant. Und ich habe mir gesagt, na okay, also dieses Jahr will ich nicht einmal unter 1,90 springen. Und das habe ich geschafft. Ich bin in Südafrika sehr, sehr gut gesprungen. Und bei der Golden League in Oslo bin ich 1,95 Meter gesprungen. War ich ein bisschen enttäuscht darüber, weil ich in Südafrika ganz locker über 1,95 gesprungen bin, ohne große Konkurrenz. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir gesagt, so, das war das erste große Meeting. Du bist gerade frisch aus Südafrika gekommen. Lass dir einfach Zeit, die Form ist da, es wird schon kommen. In Berlin haben sie sich an 2,10 Meter versucht. 2,09 ist der Weltrekord von Stefka Kostadinova. Die ist das in Rom gesprungen, 1987 bei der Weltmeisterschaft. Was war das für ein Gefühl, diese Höhe zu springen? Weil das ist ja eine unglaubliche Höhe. Ja, ich glaube, das ist nicht unmöglich. Also dieser Rekord wird irgendwann mal verschwinden und eine von uns wird es schaffen. Und ich glaube, wenn ich nicht so viele Sprünge schon in den Beinen gehabt hätte, dann hätte ich hätte es vielleicht besser ausgesehen. Der erste Versuch war ganz schlecht, der zweite und dritte war ziemlich gut gewesen. Also wenn alles stimmt, ist es möglich. Und wir gucken mal auf den Frauenstabhochsprung und die Favoritinnen. Das ist die Weltrekordhalterin Galina Savinkova aus der Sowjetunion. Die 30-jährige Lehrerin aus Krasnodar bei Moskau. 73,26 Meter legte sie Ende Mai dieses Jahres vor. Und auch sie kam auch erst in diesem Jahr zum ersten Mal über die 70 Meter Marke. Galina Savinkova ist die dritte der Europameisterschaften von Athen im letzten Jahr. Dabei auch die Ex-Weltrekordhalterin aus Bulgarien, Maria Petkova, die unter dem Mädchennamen Vergova zweite der Olympischen Spiele von Moskau wurde. Hier noch einmal Galina Savinkova. Sie gilt als perfekte Technikerin. Und achten Sie jetzt einmal auf
ihre Drehungen im Ring. Vielleicht können Sie es vergleichen, werten zu den beiden Diskuswerferinnen, die wir vorher gesehen haben. Wie schnell sie ist. Wie groß das Bewegungsgefühl. Da haben Sie es gesehen. Trotzdem kein guter Wurf, nicht einmal 60 Meter für die Weltrekordhalterin. Ungültig. Die Scheibe übrigens 1 Kilogramm schwer. Chance bei dieser Höhe. Judy Oakes ist eine der erfahrenen Damen hier im Kugelstoßring. Sie war für Großbritannien 8-mal unter anderem beim Europacup dabei. Das zeugt schon davon, dass sie die Nummer 1 seit rund einem Jahrzehnt in Großbritannien ist. So, 18,5 Meter kann sie immer noch stoßen. Und das könnte dann am Ende sogar reichen zu einer Bronzemedaille. Ich sage immer Bronzemedaille, normalerweise sind hier Fedjuschina und Kumban es nicht zu gefährden. Da haben wir Nadine Kleinert im Bild. Und auch Christian Roden, der sich jetzt für seinen letzten Versuch präpariert, der deutsche Juniorenmeister von 94 und 95. Aus Bulgarien 13,99 und Petra Lobinger hat bislang 13,39 aufs Brett oder besser gesagt in die Sandgrube gesetzt und ist damit Neunte. Im Kugelstoßen sehen wir den 5. Versuch von Jodie Oakes aus Großbritannien. Sie liegt im Augenblick auf Platz 4 mit ihren 18,2 Meter. Ich fürchte Italien. Unapolini hat kaum noch eine Chance, hier ins Spiel zurückzufinden. Wir sprachen es bereits in der ersten Halbzeit an. Die Ukraine ist auch wie Italien schwer zu schlagen, wenn sie erst einmal führt. Trotzdem, 2 Punkte. Wieder durch Katharina Polini. Sie trägt im Moment die Hauptlast. Sie übernimmt die Initiative, sie übernimmt die Verantwortung. Die meiste Unterstützung erhält sie von Giuseppina Tufano. Klug, das bei Brick Ball gegen sich zu riskieren, denn Zvonareva hat es drauf, solche Chancen zu nutzen, tut es hier auch. Hoffentlich ist nichts passiert. Schauen wir uns mal an, wie diese Situation verlief. Ein bisschen hat sie sich da, glaube ich, schon wehgetan. In dieser Woche. Wir warten auf den letzten. Nächste Diskuswerferin Gabriele Rein. Wir warten auf die Gruppe 2 im Diskuswerfen. Ganz genau. Liebe Zuschauer, ein Blick auf die Anzeige erstmal den der Versuch von ihr anschauen von Natalia Sadova aus gutem Grund, liebe Zuschauer. Das ist nämlich die Welt, alles Beste.
den Generalsponsoren IBM und Mercedes-Benz, den Hauptsponsoren Fuji, DMA, die Fitzmacher, Coca-Cola und Edmonton, den Ausrüster der Nationalmannschaft. Jetzt wird einmal ein deutliches Zeichen setzen, wie stark sie wieder ist, auch in dieser Saison. Bull, es wird kaum ein Weg an ihr vorbei. Führung, Sanova hat wieder. Und für die Sportlerernährung, Nestlé Champ Granovita. Für Reise und Transport. Der Lufthansa, der Bundesbahn, die Weltmeisterin von Edmonton also, und mit der dem rechten Versuch wird sogar mal ein deutliches Zeichen setzen, wie stark sie wieder ist. Mondo Weinberger, Ben Schäfer, Gerhard Fennigel von Feucht. Also und für die medizinische Versorgung und Hygiene, Duo Gondo, Bodylife, Dr. Schiffer, Evermeet, OTW, Triumph und Sichtung. Vielen Dank, den Sponsoren, die einen Stichwettkampf in einem Ausscheidungswettkampf in Lindau. Ilke Wiluda unterlag und man gab natürlich der Europameisterin noch eine Chance. Und jetzt schaut sie also zu und Ilke Wiluda ist Wir rufen Herrn Dr. Sie haben Wegner. Eben das Alter dieser Dame gesehen. Sie ist Herr 39. Sie war auch schon einmal ein wenig korpulenter. Und warf den Diskus auch schon einmal Runde 15, 20 Meter weiter. Zdenka Šilava aus der Tschechei hat nämlich mit 74 Metern... Das ist Stefanka Sokolova aus der Tschechoslowakei. Daneben Helene Lajorine. Sie wird wohl kaum eine Chance haben, ins Finale zu kommen. Nadezhda Georgieva aus Sofia, Bulgarien. Dann kommt Sofka Popova, die schon 28 Jahre alt ist, die Bulgarin, aber ja, da muntert sie sich auf. Sie kann ins Finale kommen, Elena Kelchevskaya, Sowjetunion. Zur Schwimmkönigin von Braunschweig zu werden. Auch wenn Sandra Völker damit natürlich keinen Blumentopf in Atlanta gewinnen kann, das muss man auch mal deutlich sagen, denn wir haben hier mal in die Weltrangliste reingeschaut und stellen fest, Sandra Völker ist auf Rang 26. Also, da sind natürlich die anderen in der Welt sehr viel schneller. Auch wenn man sich international, das muss man auch mal deutlich sagen, bisher bei den Olympia-Qualifikationen ziemlich zurückgehalten hat. Die ganz großen Leistungen im Olympiajahr 1996 sind bisher ausgeblieben bei den Australiern, bei den Chinesen oder etwa auch bei den US-Amerikanern. Tja, Sandra Völker sehen wir gleich in 10 Minuten nochmal bei 100 Meter Rücken. Deshalb muss sie schnell zum Aussturm, aber ihr Trainer ist da bei der die Senioren. Sandra Völker hat viel getan, viel Kraft trainiert. Das ist daneben fast ein bisschen...